Hallo zusammen, ihr Lieben, zum Wochenorakel für die kommende Woche. Wir schauen mal in die Themen des Kollektivs. Ich benutze das sehr, Lenormand. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir mal erst eine Zahl der Legung voranspringen lassen, falls wir eine kriegen. Wir haben keine Zahl gekriegt. Das hebräische Alphabet besteht nur aus 22 Buchstaben und diese Buchstaben sind die Karten 1 bis 22. Dafür kann ich die Überschrift des Blattes sagen. Wir haben hier ein Thema, das sich zeigt, wo man vielleicht eine familiäre Last ablegt, wo man ein Familienthema in Frieden bringt. Mit der Sonne unten dran natürlich die beste Energie. Ein schwieriges Thema, ja, das einem auf dem Rücken hängt, das schwierig zu tragen ist, das für Disharmonie statt für Harmonie sorgt, das einen immer wieder aus dem Gleichgewicht bringt, zu erledigen. Ne? Man legt hier ein Kreuz ab, man geht in eine andere Energie, man fühlt sich mit dieser Energie wohler. Allerdings kann es auch sein, dass es ein bisschen schwierig anzugucken ist, was man da beendet oder ja, dass es vielleicht auch so eine Situation ist, wo man denkt, jetzt erkenne ich das, wie das zusammenhängt. Gucken wir weiter, solange ich mische. Bleib bitte noch dran. Am Ende des Videos kriegst du eine kleine Auswahlmöglichkeit für eine Wochenbotschaft für dich. Ansonsten alle Infos findest du in der Beschreibung des Videos. Ich habe im Übrigen meinen Kartenlegekurs neu aufgenommen. 2,5 Stunden Laufzeit. Wir binden den jetzt gerade in den Shop ein. Wenn es soweit ist, sage ich Bescheid. Ja, ansonsten warte ich jetzt einfach, bis die erste Karte fällt. Ich möchte euch auch nicht immer zutäpschen mit irgendetwas, was ich am Anfang immer gleich sage. Also, es geht darum, dass eine Wende kommt in Themen, die immer wiederkehren, in Themen, die mit Verträgen, Verbindungen, Verbindlichkeiten zu tun haben. Etwas nimmt Bewegung auf. Möglicherweise gibt es mehrere Themen, die du nutzen kann, Chancen, die sich dir bieten für eine Sache, die in Zukunft runterlaufen soll. Hier speziell haben wir vielleicht die finanziellen Verbindlichkeiten. Also es sind Entscheidungen zu treffen, die haben mit dem Thema Geld zu tun, vielleicht auch mit Verträgen am ums Haus, was mit den Finanzen verbunden ist. An sich geht es darum, dass wir hier schöne, gute Möglichkeiten finden, dass wir uns auch innerhalb kürzester Zeit neue Türen öffnen können. Für die einen oder anderen kann es sein, dass sie so ein Thema haben, das hat mit einem Amt oder einer Behörde zu tun. Hier speziell liegt der Turm im Haus des Baumes drin. Es kann sein, dreht sich um Geld von Rententrägern, Krankenkassen, alles das, was das Thema Vitalität so mit drin hat. Für andere kann sein, dass sie vielleicht ja, über irgendeine Finanzierungsmöglichkeit nachdenken, die mit dem häuslichen Bereich zu tun hat. Für wieder andere kann es sein, dass sie über den selbstständigen Bereich hier ihre Finanzen stabilisieren und vielleicht auch sogar regenerieren. Es zeigen sich Themen an, die hat mit einem Gegenüber, die haben mit einem Gegenüber zu tun oder aber auch mit dem gebenden Teil in dir selbst. Und es geht darum, die Hindernisse, die sich da in den Weg gestellt haben, die einen gezwungen haben, dass man den Weg nicht richtig gehen kann, dass man keine Lösung sieht, dass der Ausweg nicht ersichtlich ist, dass da sich etwas öffnet. Und es öffnet sich hier auf einen kurzen
Zeitraum, ne? Alles, was auch so stagniert halt im Haus des Sarges, liegt die Sense drin, kriegt hier einen ordentlichen Schub nach vorne und endet hier natürlich auch wieder mit dem Ring in einer verbindlichen Situation. Was ich hier auch wahrnehmen kann, ist, dass dich vielleicht in der Vergangenheit, kürzere Vergangenheit, letzte 3, 4 Wochen, irgendetwas stark getroffen hat. Das kann aus dem häuslichen, finanziellen oder Beziehungsbereich sein und hier liegt dir der Schrecken und das Erstarren ein bisschen im Rücken. Und das Schöne ist, dass du hier diesem Ganzen die nächste Woche mehr den Rücken zudrehen kannst. Das heißt, du kannst es mehr hinter dir lassen. So, dann haben wir Veränderungen im häuslichen Bereich. Für einen oder anderen wird das Thema Umzug, Mietvertrag, alles, was mit dem Thema Haus, Häuslichkeit zu tun hat, eins werden, in Zusammenhang auch mit den Finanzen. Hier kann es auch um Investitionen gehen, die man für den häuslichen Bereich macht oder tätigt oder auch um, ihr wartet vielleicht auf eine Entscheidung, die mit diesem Thema zu tun hat. Anderes Szenario kann sein, dass hier vielleicht jemand aus eurem Umfeld Hilfe bei einem Umzug braucht oder bei einem häuslichen Projekt oder dass gar Kinder von euch überlegen, ob sie sich häuslich nicht irgendwie verändern und ihr kommt da mit ins Spiel der Wege, Chancen und Optionen oder Veränderungen, wo ihr vielleicht auch gefragt seid, ne? Als Menschen, als Ratgeber, als tatkräftige Unterstützer. Es kann ja aus dem Freundeskreis sein, es kann hier auch darum gehen, dass du zum Beispiel ein Tier hast und dass da irgendwie sich schnell was aufzeigt, wo eine Veränderung braucht, ein neuer Weg her muss. Es kann sein, dass das Ganze mit den Finanzen zu tun hat, aber die Veränderung, die hier liegt oder die Wege, die gegangen werden, die sind hier äußerst schön. Ich habe hier den finanziellen Zuwachs, die finanzielle Veränderung, sprich, entweder hast du etwas Geld zur Verfügung, das dich sehr stabilisiert, oder du wartest auf einen Bescheid, der dir das Geld bringt. Und das kommt ja auf den Weg und endet ja auch in der Expansion. Das heißt, mit dem Schiff kannst du wieder Erweiterung betreiben. Ich sehe hier so positive Aufregungen, ne? Das sind so kleine Freumomente, man ist aufgeregt, man hat so auch diesen kindlichen Blick und freut sich wie ein Kind, wo man vorher nur Zweifel hatte. Möglicherweise habe ich hier auch, dass die Vergangenheit mit dir spricht, dass du einen Ausgleich kriegst von irgendeiner Person aus der Vergangenheit oder von, nennen wir es jetzt mal, kann auch eine Gehaltserhöhung sein. Wir haben hier die Chefperson am Ende dabei. Ein guter Auftrag für die Selbstständigen. Ein längerfristiges Geld, das dir hier winken kann. Bei anderen ist es da tatsächlich so, dass sie vielleicht auch noch Dinge mit dem Ex-Partner zu regeln haben bezüglich Geld. Und es sieht hier sehr schön aus. Das ist praktisch so dieses Szenario. Rumstreiten, diskutieren und warten haben sich gelohnt und werden jetzt ausbezahlt. Man kann hier zum Teil mit Gesprächen rechnen, die wirken stabilisierend. Da spricht man sich mal aus, da steht man für sich ein, da weist man seine Grenzen auf, auch dem Umfeld. Und ja, das trägt irgendwie Früchte. Es kann auch sein, es gibt hier so Momente, da ist man mit dem Gegenüber nicht eins und man hat hier das Umfeld, den häuslichen Bereich, das Geld als Thema und irgendwie findet man hier mal eine Aussprache oder einen guten Weg. Passt auf, es ist jetzt ein bisschen
Skurril. Also die Veränderungen, die hier liegen und in den Blumen enden, in den neuen Wegen, in dem, im finanziellen stabilen Umfeld, verbunden mit Personen, die auch sehr gönnerhaft sind oder wie Gönner auftreten können, hat man doch hier etwas aufzuklären. Denn hier liegt im Hause der Unklarheiten das Hindernis. Die Veränderungen liegen im Haus der Routen und im Haus der Veränderungen liegen die Wolken drin. Also das scheint eine sehr undurchsichtige Situation zu sein, die sich hier aufdröselt, die eventuell Konfliktpotenzial oder Streitbarkeit mit sich bringt, aber der Weg ist sehr lohnenswert. Hier können auch Personen auftauchen, die habt ihr schon eine Weile nicht mehr gesehen. Die kommen in euer Feld oder die kommen wieder ja, wie sagt man denn, auf den Bildschirm sozusagen aus der Versenkung raus. Das können Freunde sein, das können mütterliche Ratgeber sein, das können natürlich auch die eigenen Eltern sein, wenn da irgendwie eine Distanz besteht. Und ihr habt so die Möglichkeit, alles, was euch nicht klar war oder alles, wo ihr denkt, boah, das habe ich so stehen gelassen, es gab keine Antwort, das wird hier beantwortet. Diese Personen, die hier liegen, die können euch ungewolltes Drama mitbringen, allerdings machen sie euch auch wieder entscheidungsfähig. Also wir liegen im Hause der Wege, die Wege liegen im Haus des Schiffes, da kommt man voran, ne? Da geht es wieder weiter, da dröselt man den nächsten Schritt auf. Und man hat so dieses Fundament und man überlegt jetzt, wie baue ich dieses Fundament noch mehr auf. Hier haben wir im Hause des Herzens die Sonne drin. Also es geht um Herzensangelegenheiten, es geht um Konflikte, die euch auf dem Herzen liegen, viel auch Vertrauen oder auch Energie gekostet haben, obwohl sie unbewusst vorhanden waren und nicht so diesen großen Stellenwert im Alltag hatten. Auf jeden Fall kriegt man hier wieder die Wahl. Es ist ja auch durchaus möglich, dass wir viel entscheiden müssen, viel verändern dürfen, aber das wird sich hier verbindlich auszahlen für uns und uns eine andere Qualität mitbringen an Lebensenergie auch. Ich habe so dieses Gefühl, dass sich das Umfeld sehr klärt. Auch Dinge, die ihr, vielleicht sucht ihr eine neue Wohnung oder ihr wollt irgendwas verkaufen oder anmieten in diesem Bereich, weil ich sehe irgendwie die Transformation sehr aus dem Umfeld raus. Auch die Familienmitglieder, die anderen mit betreffend. Und da werden sich so Vertragswechsel anzeigen oder Veränderungen, die jetzt dran sind, es entsteht irgendwas Neues, es blüht etwas auf, es kommt etwas in Bewegung. Es gibt sehr viel Kommunikation. Ja, wenn wir noch mal an die Überschrift denken, ne? Dieses schicksalshafte Thema, das sich im familiären Bereich zeigt, das sieht man hier jetzt wunderbar, nämlich hier ist das Fundament, der Baum, das Wachstum, die Wurzeln. Hier ist die Familienkarte, die liegt im Haus des Gegenübers. Hier haben wir Personen, also es geht um Verbindungen zu anderen Personen, zur Mutter, zu Geschwistern, zu Kindern. Und das spiegelt sich auch hier. Also es gibt viele Personen drumherum, die dieses Konstrukt mit bedienen. Der ein oder andere mag jetzt sagen, ja, ich habe mit meiner Familie gebrochen, das macht nichts, das ist energetisch zu sehen. Einer ändert was, die anderen Dominosteine fallen mit um und wir haben hier im Haus, in unserem Haus, die glückliche Wende drin, das andere Fundament, das Gefühl des Friedensschließens, des Schwerterniederlegens, der Harmonie. Und das ist ein Thema, wo man schon lange
Ja, das hat sich schon verwurzelt, ne? Das hat schon große, tiefe Wurzeln gezogen. Das hat sich in einem manifestiert und einen auch immer wieder gehindert. Und irgendwie zahlt sich jetzt die Arbeit aus. Es gibt so eine Belohnung für dieses Konstrukt, das man hier auch Schritt für Schritt sich vielleicht erkämpft hat. Vielleicht auch, indem man sich von vielem rausgenommen hat. Aber hier kommt eben der Lohn dafür. Und der endet hier oben auch tatsächlich in irgendetwas Finanziellem, eine Art Ausgleich. Vielleicht hast du auch mal sehr viel in andere investiert und jetzt kommt etwas für dich zurück. Die Berufskarte liegt hier im Hause der Lilien drin. Es gilt womöglich hier auch etwas Berufliches auf den Weg zu bringen. Neue Arbeitsverträge wären hier zu sehen. Die liegen hier auch fürs Gegenüber. Das können Arbeitsverträge, Aufträge, gute Nachrichten im Beruf sein, auf die ihr vielleicht auch schon lange wartet oder wo ihr Neubeginne verhindert habt oder wo ihr nicht vorangekommen seid. Es endet hier in einem schönen Fundament und hier in neuen Wegen der Expansion auch verbunden mit den Finanzen. Ja, jetzt liegt das Kreuz noch im Haus des Kreuzes drin. Hier schicksalshafte Wege, schicksalshafte Hindernisse. Hier die Liebe, den Familienbereich mit dran. Also das ganze Fundament, das ihr so um euch habt, von euch, den Familienmitgliedern. Berufliche Energie ist hier sehr schön. Ich sehe hier ein neues Kapitel aufgehen, ein neuer Weg, Geld zu generieren, kurze Wege, Zufallsgeschenke, finanziell oder auch was erarbeitet ist, was sich jetzt auszahlt. Hier kann der ein oder andere tatsächlich mal noch was dazulernen, einen Kurs machen, eine kleinere Prüfung ablegen. Kann es hier auch sein, dass ihr ein Wissen dazu erwerbt, mit dem ihr nachher die Finanzen erhöht. Auf jeden Fall schön. Man lernt hier dazu. Man hat so ein bisschen Gefühlschaos vielleicht. Man grübelt rum, aber das ist ja positive Energie, ne? Das ist so wie wenn ich stell dir jetzt einen Sack Geld hin als Beispiel und du überlegst jetzt abends, oh, wie lege ich das an? Was kann ich daraus machen? Also das sind die Momente, wo man auch gerne überlegt oder auch aus diesem Bereich wieder neu manifestiert, was man hier mit dem Guthaben, das sich hier zeigt, auch anfangen lässt. Ja, das Schicksal schickt uns hier Wege. Die haben wir uns einsteils erarbeitet, andererseits führen sie wieder so in dieses Ding, wo man sich vom Leben auch überraschen lässt, weil mancher Weg aufgeht, an den man nicht geglaubt hat. Der Erfolg im finanziellen Bereich, vielleicht auch Kosten aus dem familiären Bereich, wo man vielleicht gedacht hat, boah, die Energie ist heute so, morgen so, die scheint sich hier zu stabilisieren. Also zu dieses finanzielle Fundament, dieses finanzielle Durchatmen sieht man hier. Hier liegt die Liebeskarte auch im Hause der Sicherheit, des Erfolges. Hier das Verändern von verstrickten Wegen, Möglichkeiten, die auf einen zukommen. Hier sieht man ein Treffen mit Personen, können neue Menschen sein, aber auch aus der Vergangenheit. Ein Aufeinanderzugehen, einen Frieden schließen mit der Vergangenheit. Und ich habe sehr, sehr viele Veränderungen dabei, die schicksalshaft und anders kann ich es nicht ausdrücken. Das Kreuz liegt im Haus des Kreuzes drin. Das heißt, von außen herkommen, das sind die Dinge, die wir nicht kontrollieren können, die verstärkt auch unsere Kinder betreffen oder sowas, ne? Also unsere eigenen Nachfahren, nicht nur die Vorfahren, sondern auch das, was wir auf die Welt mitgebracht haben.
Ja, ihr Lieben, das sieht eigentlich ganz gut aus. Einzigste Warnung, die ich habe, ist hier Trauschau Wehm, der Bereich oder die Kreis bekannte Freunde wird hier angezeigt. Richtig hinhören, richtig zuhören, Grenzen ziehen. Sich nirgends mit reindrängeln lassen, wo man denkt, puh, kann ich so gar nicht gebrauchen, gehört mir eigentlich nicht. Da liegt so die Warnung, so dass ihr euch einfach auch nicht ausnutzen oder benutzen lässt. Wenn man hilft, dann hilft man bis dahin, wo eben die gute Grenze ist, ne? Gut, ihr Lieben, das wird eine spannende Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns am Sonntag wieder und jetzt kommt dann gleich noch die persönliche Wochenbotschaft für euch. Bis bald. So, ihr Lieben, dann haben wir hier noch die zwei Gesellen zum Auswählen für eine persönliche Wocheninspiration oder Botschaft. Ihr könnt die natürlich auch für andere Personen nehmen oder für ein Thema, das euch noch am Herzen liegt. Manche können sich ja auch nicht entscheiden. Die nehmen prinzipiell beide. Ist alles okay, macht jeder so, wie er denkt. Und wir schauen einfach, was sich aufzeigt. Okay, noch ein Engelchen und dann könnt ihr wählen. Vielleicht noch eine Themenkarte vom Lenny, von den Lennys, vom Lenny. Eieiei. Ja, und sehr interessant, hier unten haben wir wieder das Haus, die Umgebung, das Umfeld als Thema, ne? Ähnlich wie im großen Blatt. Und jetzt entscheidet euch für eine Seite. Puh, ich nehme, glaube ich, die mit dem Silbernen. Schauen wir. Okay, wir haben das Ast des Denkens und hier gibt es viele neue Ideen, Inspiration. Man soll mit anderen kommunizieren, vor allem mit denen, die an der Umsetzung der Idee beteiligt sein können. Sich von Herausforderungen oder Kleinigkeiten auch nicht entmutigen lassen. Es geht hier nur darum, dass man Pläne perfektioniert. Das ist bei mir sehr passend, denn ich plane gerade einiges. Auch hier ist es wieder sehr passend, ne? Also es mag dir vielleicht das, was du jetzt umsetzen willst, ein großer Berg sein oder einiges zu tun. Und es ist hier wichtig, überhaupt einen ersten Schritt zu machen. Und vielleicht auch viele kleine Teiletappen mit in seine Überlegungen einzubeziehen. Wichtig ist halt überhaupt mal anzufangen und einen Schritt zu machen. Und hier haben wir noch hier das Chakra Clearing als Tipp. Also sich mal wieder von innen zu reinigen. Dann gibt es eine Woche, in der Transformation in der Beziehungsdynamik dran ist. Ja, das ist jetzt so speziell, ne? Wir hatten das ja auch im großen Blatt, dass da Dinge anstehen. Wenn ich die Butterfly-Karten nehme, dann geht es wirklich um Transformation, ne? Das sind ja die Sachen, die irgendwo verpuppt sind und die Flügel wollen. Und
Das hatten wir im großen Blatt gleich auf dem ersten Blatt. Ne? Und die Karte weist auch tatsächlich darauf hin, dass es Veränderungen in allen oder mehreren Beziehungen gibt. Auch die Familie, Freunde oder Liebespartner. Es kann alles drei sein, es kann nur eins sein. Da geht es auch darum, wo man sich auseinandergelebt hat. Es kann an dir selber liegen oder dass man einfach seine Sichtweisen verändert hat und deshalb einiges nicht mehr passt. Man wacht auf, man erkennt irgendwas. Und hier wird auch nochmal gesagt, dass die wichtigste Beziehung von allen die mit dir selber ist. Kompromisse sind gut und auch Teil von allem. Aber wenn du nur Kompromisse machst, wird es halt auch wieder schwierig, ne? Was hier wichtig ist, dass nochmal erwähnt wird, wenn man selbst was verändert, drehen sich eben die anderen mit. Und es geht auch darum, sich den Dingen bewusst zu werden, wo da etwas auseinander, ja, driftet oder wo etwas ein Gleichgewicht hat, das für dich nicht tragbar ist. Und du wirst aufgefordert, eine Balance auch ins Leben zu kriegen in diesem Thema. Die Beziehung zu dir zu intensivieren. Auch kann hier ein neuer Mensch die Bühne betreten, der sich eben in das Beziehungsfeld mit einmischt. Ja, hier geht es ums Üben, nicht zur Strafe, nur zur Übung. Um Verfeinern von Dingen, Talenten, Gaben, Erkenntnissen. Hatten wir auch im Berufshaus, ne? Das ist so wie etwas üben, einen Kurs machen, lernen. Und du darfst ja einiges auch loslassen, was nicht mehr dienlich ist. Gerade hier auch in wiederholenden Thematiken von der Beziehung. Wir haben uns selber als Personenkarte mit dabei und wir haben den Engel der Leidenschaft. Dein Engel regt dich dazu an, mit der ganzen Kraft deines Herzens zu lieben und zu leben. So kannst du die Vielfältigkeit des Lebens auskosten und genießen. Richte deine Gedanken, Worte und Handlungen auf ein Ziel und packe die Dinge mit Begeisterung an. Hier, ne? Also fangt an, macht den ersten Schritt, habt Freude daran. Neue Dinge sind natürlich auch wieder mit Übung verbunden. Und hier noch die kleine Erinnerung, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Okay, jetzt nehmen wir die andere Seite, dann muss ich meiner Kamera eine Pause gönnen. Die glüht hier, bei uns ist es sehr warm. Und ihr habt auf der anderen Seite die positive Beachtung. Hier darf man dir gratulieren, Pläne werden sich wunderbar entwickeln, man kann sein Licht erstrahlen lassen. Auch hier gibt es wieder neue Ideen, die sich dir präsentieren. Erfolg, der sichtbar ist und es geht darum, die Wahrheit offen und ehrlich zum Ausdruck zu bringen. Und du darfst hier auch das Unerwartete erwarten, sozusagen. Hier darfst du um Schutz bitten, dass sich eine Situation, die sich über längere Zeit gezogen hat, dass die ein baldiges Ende führt. Das hat man im großen Blatt auch gesehen, dass etwas, was lange stagniert hat, plötzlich losgeht. Und hier geht es sehr stark darum, dein Herz wieder zu öffnen, Liebe nach oben zu holen, dich für die Liebe zu öffnen. Vergangene Blockaden und Wunden hinter sich zu lassen und irgendwie auch wieder Leidenschaft haben und finden, die das Leben bereichern. Dann haben wir hier die Trauerarbeit. Es kann gut sein, dass du eben da, wo du lange zugemacht hast, um weitere Verletzungen auch zu vermeiden. Das heißt, man hat vielleicht so dieses Ding gehabt, dass man etwas verarbeitet oder verdaut hat, sich komplett zurückgezogen in der Zeit, ist aber auch eine Herausforderung, dass wenn jetzt etwas ist, dass du dir einfach die Zeit nimmst, ohne dass du dich ganz zumachst, ne? Denn hier hast du beide Seiten, ne? Irgendetwas Unerwartetes Gutes kommt und irgendetwas darf betrauert werden. Vielleicht auch eine Situation, die
sich jetzt nicht mehr in deinem Leben zeigt, die keinen Bestand mehr hat, dass man da einfach sagt, okay, ich schließe das ab, ich fokussiere mich auch auf die schönen Dinge, nicht nur auf die negativen. Ja, das ist jetzt schön. Hier haben wir die Regenerierung. Das heißt, dass die Situation, in der du dich befindest, auch von guten Energien umgeben ist, die regenerierend wirken. Und hier geht es ein bisschen um die Ehrlichkeit zu dir selber, um das Wissen, was du haben möchtest, was du nicht mehr haben möchtest, die wahren Gefühle sich einzugestehen. Ehrlich zu sich selber sein. Ne? Hier haben wir für dich das Glück, die Sterne, ein bisschen Hoffnung, Dinge wenden sich, stehen unter einem guten Stern. Und guck mal, der Engel der Hoffnung, der dir hier sagt, bleib dir und deinen Träumen treu. Dein Engel der Hoffnung ermuntert dich, in schweren Zeiten nicht aufzugeben, sondern stets an deine Herzenswünsche zu glauben. Schicke positive Gedanken in das Universum. Und glaube fest daran, dass sich alles zum Guten wenden wird. So, ihr Lieben, eine wunderbare Woche. Bis Sonntag. Ich drück euch.